Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Russisch. Eine Warnung vielleicht?
haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's.
Ölfass. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Eine Zisterne. Sie ist uralt. Thank you.
Diese Plattform scheint mit dem Tor dort verbunden zu sein. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können.